Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Formel 1 2019 in der Karriere. Und wir haben hier Bahrain vor uns, um das Qualifying genau zu sein. Und ja, also das Training ist extrem gut verlaufen. Ich glaube, in P3 war ich Vierter. Das heißt, es schreit alles danach, nach diesem Rennen mal die KI in 5 Stufen nach oben zu pruppen. Und das Ganze liegt sehr wahrscheinlich einfach daran, dass das Arclight-Setup tatsächlich besser ist, als das, was ich mir da zusammengeprobelt habe. Man hätte es glauben können. So, die kommende Session. Hier, ne? Wir haben natürlich genug Programme abgeschlossen. Carlos ist das Hauptziel, das ist kein Problem, glaube ich. So wie der im Moment unterwegs ist. Es ist bewölkt, also es soll nicht regnen, das wäre in Bahrain auch irgendwie komisch. Naja, und der Bahrain International Circuit, der ist natürlich wie immer eine wunderschöne Strecke. Das meine ich wirklich ernst. Ich muss mich mal daran gewöhnen, dass ich ihn nicht raustappen muss. So. Qualifying. Heute ist auf jeden Fall mindestens Q2 drin. Ne, das erklärte Ziel. Eigentlich eher sogar mehr. Ne? So wie das aussah. Aber wir müssen mal gucken, ob sich das jetzt auch mit der Fettmischung verträgt und so weiter. Ich kann euch noch kurz das Setup zeigen. Da könnt ihr euch im Prinzip das Arclight-Setup vom letzten Spiel runterladen für Bahrain und dann habt ihr genau das Setup, was ich hier vorrechne. Ich habe nur heute Daten rausgeschrieben ohne Ende. Und wir werden jetzt in den Genuss kommen der Improved Beleuchtung. Und die Fahrer scheinen startklar zu sein. Ich gehe davon aus, dass es gleich losgeht. Wenn es darum geht, Rundenzeit aus der Strecke herauszuholen, erreicht man das gewöhnlich durch Maximierung der Spitzengeschwindigkeit. Sollte man den Abtrieb minimieren, die Kurven mit Risiko angehen und auf den Geraden alles rausholen? Was die Fahrer hier brauchen, ist Spitzengeschwindigkeiten. Angenommen, das Fahrzeug kommt relativ gut durch den Rest der Runde, dann kann man wahrscheinlich auf der Geraden noch Zeit herausholen. Es wird schwer, irgendjemanden zu überholen, wenn man viel langsamer als alle anderen ist. Auch da hat er wieder weise Worte gedroppt. Der Stefan Römer. So. Gehen wir trotzdem kurz einmal über das Setup, ne? Das optimieren wir schon mal wieder runter. Ja, 6.6 hat ganz gut funktioniert. Transmission funktioniert auch. Radaufhängung halt so eingestellt, wie es da eingestellt war. Radaufhängung so, wie ich es eigentlich auch konformmäßig mache. Bremsdruck habe ich mal auf 85% gelassen. Es fährt sich viel fluffiger. Also wesentlich besser. Ja, und die Reifen sind ein bisschen runtergezogen, ja, ein bisschen Luft rausgelassen, dann passt es. Ja, Triebwerk und Getriebe, wir sind halt immer noch auf dem gleichen, ne? Das soll ja 5-6 Rennen reichen, also das Getriebe muss 6 Rennen reichen. Das sieht aber auch alles entspannt aus, ne? Also das ist alles gut. Also würde ich sagen, wir machen das wie beim letzten Mal. Wir lassen erst ein paar andere Leute den Grip auf die Strecke bringen. Und dann fahren wir so bei Minute 12, 11 raus. Und setzen dann einen schönen Stint hin. Und dann setzen dann eine schöne Rundenzeit hin. Und dann klappt das eigentlich ganz gut. Zumindest für Q2 sollte das auf die Art und Weise locker reichen. Gucken wir uns das mal an. Im Training hatte ich übrigens schon wieder Kühlungsprobleme. Ihr habt übrigens kein Interview verpasst. Es gab nämlich keins nach den Trainings. Die selbst waren auch jetzt nicht besonders, ja, sehenswert oder irgendwie informativst. Scheiße. Nee, das müssen wir leider nochmal machen. Das hat einen ganz pragmatischen Grund. Weil er mir nämlich volle Kanne die Bremskraftverteilung verstellt, wenn ich das mache. So, jetzt aber. Thank you.
geht auch noch kein Lüftchen. Ja, aber rein jetzt auch mit dritter DRS-Zone. Mhm. Die Kurve war mit Bremsdruck 100% richtig assi. Aber mit 85% geht's, dann bremst er halt besser. Ja, besser ist falsch, aber er bremst nicht so ruckartig. Geruckelt. Voll aus dem Rhythmus gekommen durch die eine Kurve. Eieieiei. War das scheiße. Der ganze Mittelsektor jetzt für den Arsch. Aber trotzdem natürlich eine ordentliche Zeit. Also das würde ich fast sagen, reicht für Q2. Ich meine, das ist auf ein Hundertstel an dem am Red Bull dran, auch wenn der natürlich Medium gefahren ist. Das ist auch ganz klar. Ja, wir gehen das Risiko mal ein. Aber ich denke mal nicht, dass da noch viel an mir vorbeischießen wird. Wie ich mir das schon doch tap. Aber es ist recht eng beieinander. Also muss man mal gucken. Ich muss aber übrigens 29,6 Grad hier. Also es ist schön. Auch hier wieder. Ich begrippe die Strecke nicht.
set. Everyone clear? The car to track. Ich liebe diese Strecke. Die ist so super. Deutlich besser durchgekommen, aber noch nicht perfekt. Ein bisschen zu viel Speed aus dieser schnellen Rechtskurve rausgekommen. Die fand ich gut gefahren. Das war eine sehr, sehr angenehme Zeit, oder? Da gucken wir mal in die Liste rein. Ja, das sollte reichen. Da sind wir fast am Ferrari dran. Alter. Ist natürlich lustig, aber es ist nicht ganz realistisch. Ja, ich bin einfach auf Bahrain echt gut. Das kann natürlich auch sein. Ich mag diese Strecke nämlich extrem und kann die ganz gut. Dann haben wir nochmal Q3. Wuhu, da trinke ich erstmal einen Schluck. Der Körper muss ja auch was zum Verschwitzen haben.
blöd zum Bedienen hier heute. Wir nehmen übrigens nur einen Schuss jetzt im Q3. Weil alles, was wir jetzt machen, ist ein Erfolg. Checks complete. We're ready. Deutlicher anbremsen, dann geht's besser. Da habe ich einfach beim letzten Mal zu wenig gebremst und dann ist halt entsprechend was rausgekommen, ne? Ups. Na, besser ist passiert jetzt als in der gezeiteten. Okay. Interessant. Das Qualifying ist beendet und wir werfen. Leclerc war Gott sei Dank noch schneller, sonst hätte ich mir jetzt schlecht gewesen. Also dann müssen wir definitiv hochstellen. Genau, also auf 90 und dann gucken wir erstmal weiter. Alter Vater. Ja, das ist natürlich. Hui. Habe ich nie mitgerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte auch nicht gedacht, dass das Setup so gut ist. Thank you.
Ja, ich führe in der Rivalität. Wuhu! Schon wieder kein Intel? Na gut. Ja, durchaus. Die war schon gut. Das ruckelt ein bisschen auch. Da muss man mal gucken, aber das kriegen wir hin. In diesem Sinne sehen wir uns im Rennen. Danach machen wir die Schwierigkeit hoch. Und in dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht euch noch einen schönen Tag. Und tschüssi.